Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Salkiskin. Heute herzlich willkommen zu der dritten Folge von Minecraft One Block. Und es freut mich sehr, falls ihr die ersten zwei Folgen schon gesehen habt. Falls nicht, schaut sie euch gerne an. Und beim letzten Mal sind wir gerade in der Steinphase stecken geblieben. Und ich warte jetzt gerade mehr oder weniger darauf, dass das erste Mal ein Monster spawnt, weil die soll es hier in dieser Phase auch alle mehr als genug geben. Außerdem, Leute, was ich auch noch. Warte mal kurz. Warum war da gerade Oak Lock? Och, noch eine Pilzkuh, Leute. Noch eine Pilzkuh. Pilzkuh. Du kommst jetzt. Irgendwie sollte hier Trapdoors hin machen, oder? Trapdoors sind viel schlauer. Wie macht man nochmal Trapdoors? So. Und jetzt so. Okay. Ja, das soll es sein. Weil ich habe keine Lust, die ganze Zeit jedes einzelne Mal diese Kuh hier mitzunehmen. Weil wenn es ein Monster ist, dann ist es ja so oder so eingesperrt, oder? Hoffe ich jetzt jedenfalls mal. Und du Kuh, du. So, jetzt kommt schon. Puh, endlich. Das hat jetzt ja jetzt hat auch schon wieder ewig gedauert. Ja. Ich glaube, wenn das jetzt. So, nee, so passt das nicht. Das müsste ich eigentlich nochmal irgendwie anders hinplacen. Ich würde sagen, hier so. Hier rauf und jetzt hier dran. Und jetzt hier so zu. Ich denke, das sollte. Die zwei Bäume sind gewachsen. Das ist mir gerade irgendwie gar nicht aufgefallen. Ja, tolle Sache auf jeden Fall. Warte kurz, ich muss diese Dingse Dongse. Diese Bäume. Jetzt habe ich's. Ja, ich muss diese Bäume erstmal ernten. Mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Axt, Leute. Wir sind jetzt noch sehr weit hinten. Irgendwie kam es mir das letzte Mal so vor, als wären wir so mega weit, aber wir haben in Wirklichkeit nicht mal eine Axt zur Hand. So, jetzt werden erstmal die Bäume hier weggesnackt. Hallo, Monsieur Zombos. Hallo? Hallo? Geht's Ihnen gut? Nice Sache. Der Zombie hatte gar keine Chance hier. Also, unser System funktioniert erstmal. Das ist, ist das jetzt beruhigend oder beunruhigend, dass sie es geschafft haben, System zu machen, das sie auszudribbeln? Ja, okay, ich glaube, das werden schon sehr viele andere vor mir geschafft haben. Aber jetzt spawnt hier wahrscheinlich gleich ein Creeper und ich verschrei's besser mal nicht. Hallo, jetzt sind hier schon zwei nette Nachbarn. Die brauchen wir später für nichts, oder? Ah, sie haben mir ein verrottetes Fleisch gegeben. Juhu. Oh, noch mehr Eisen, Leute. Wartet. Ja, stimmt, wir haben hier sogar noch irgendwo Eisen. Nein, dort hinten drinnen, in der Kiste hier, haben wir sogar noch Eisen. Das heißt, wir müssten uns jetzt eigentlich nur noch einen Ofen machen. Und dann könnte ich eigentlich schon meine erste Eisenpicke oder das erste Eisenschwert haben. Ich würde sagen, was soll ich zuerst machen? Ich würde halt wirklich zuerst die Picke machen, weil Picke ist halt immer gut, sagen wir mal so. Wie viel Stuff liegt denn hier rum? Was ist das? Das sieht irgendwie Verity Chest. Okay. Kam da jetzt was Spezielles raus oder so? Ja, keine Ahnung. Ja, Pilzkuh, du kannst gerne. Kommt die hier raus? Ich glaube, die kommt schon hier raus, oder? Die muss was hier rauskommen können. Ja, bravo, Pilzkuh. Kommt die. Ja, die kommt hier raus. Jetzt komme ich nicht raus. Super.
Fällt euch eigentlich auf, dass wir jedes Mal Pilzkühe rauskriegen? Aber ich habe noch kein einziges Mal eine Pilzkuh underground gesehen. Also echt jetzt nicht. Wie viele Saplings haben wir jetzt eigentlich? Warum zur... Ich frage jetzt einfach mal nicht, aber das ist eigentlich nicht normal bei solchen Bäumen. Da kommen doch normalerweise nur so 2, 3 Saplings raus, oder nicht? Ja, vielleicht hat einfach die Spielerdaten manipuliert, der Ersteller von der Map, dann... Wäre es eigentlich schon relativ nice. Weil, ja, aber normal ist das sicher nicht, oder? Was glaubt ihr, was wir jetzt machen? 3, 3, 2. Warte, weil ich bin nicht so schnell mit Karten. 3, 2, 1. Boom. Erste Eisenspitzhacke. Nicht lustig. Okay, Leute, ich glaube, es ist jetzt wieder mal an der Zeit, unsere Insel zu vergrößern. Und, ich weiß nicht, jetzt müssen wir eigentlich sogar schon langsam anfangen, mit Fackeln zu planen, weil ich will hier keine bösen Überraschungen am Abend haben. Ich würde sagen, ich lege hier einfach mal ein bisschen was rein und jetzt das restliche Eis nehme ich natürlich raus und gebe es fein in die Erzkiste hin. Okay, warum habe ich so eine fette Erzkiste gemacht? Ja, ist einfach die Erz- und Cobblestone-Kiste. Ja, jedenfalls, ich weiß nicht, wie sollen wir das machen? Einfach hier nochmal eine Verbindung raus zu einer Baumfarm oder so. Also ich würde sagen, jetzt hier einfach einen Verbindungssteg raus zu einer Baumfarm und dann theoretisch hier nochmal unten ein größeres, nennen wir es mal Plateau, zum Auffangen von was oder einfach als unteres Stockwerk. Und hier den ganzen Dirt mal abbauen, weil ich den wirklich viel effizienter verwenden kann. Ja, okay. Ich würde sagen, ich lege jetzt erstmal los. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Budget. Aber... Ja, das wird sich schon schaukeln. Wird sich schon schaukeln, Leute. Okay, warte nochmal auf der Seite. Ich denke mir gerade so... ich mache jetzt alles so mit Cobblestone. Aber das wäre ja eigentlich relativ dumm, oder? Es wäre doch viel schlauer, das mit Half-Slabs zu machen. Oder? Eigentlich schon. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber... Ja doch, eigentlich schon. Einfach jetzt hier so mit den Halfs... Einfach mit Half-Slabs arbeiten. So. Dann habe ich erstens mehr Baumaterial und zweitens ja... die Monster spawnen halt nicht so leicht. Ja, das mache ich so, mache ich so. Okay, Leute, die Baumfarm steht jetzt mal. Jetzt muss es nur noch später irgendwann mal, ja, schön muss es dann halt noch mal ausschauen, oder? Ja, das mit dem kann ich jetzt leider noch nicht sehr dienen. Aber ich würde sagen, wieder mal ein toller Progress für die eine Folge. Hier die Baumfarm und weiß nicht, wie lange die Folge geworden ist. Schreibt gerne in die Kommentare, soll ich die Folgen länger oder kürzer machen, schneiden, schneiden oder ungeschnitten lassen. Informiert mich, damit ich für euch den besten Content kreieren kann. Und ich würde sagen, das ist ein toller Progress. Bis zum nächsten Mal. Euer Psykiskin.